Google Sites eignet sich hervorragend als Klassenwebsite. Man kann damit den Schulalltag dokumentieren, aber auch die Website als Kommunikationsinstrument mit der Klasse nutzen. Ich möchte dir in einem ersten Teil einen Überblick über die Funktionen geben und im zweiten Teil erstelle ich eine neue Website und zeige dir, wie du diese dann eben mit Inhalten bestückst. Ja, so sieht es jetzt mal aus. Ich habe so eine Probe-Website gemacht und darin ein bisschen herumgebastelt. Zugegeben, das Design ist nicht wirklich wahnsinnig schick, aber darum geht es auch nicht. Es ist ja in erster Linie ein Werkzeug und als das soll es auch genutzt werden. Du siehst hier, es ist eigentlich wie so gewohnt im Web. Man hat auf der linken Seite jetzt eine Navigation, eine Seitenleiste mit Navigation und diversen Elementen. Hier werde ich sogar noch vorgestellt und weiter unten hat es einen Link zu einer Umfrage oder zum Beispiel einen Link zum Klassenfoto. Hier sogar noch ein Countdown bis zu den nächsten Ferien. Und dann eben der Hauptteil, in diesem Fall jetzt zweispaltig, so ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen, hier die News und eben Hausaufgabentipps. Und ich möchte jetzt ein bisschen da querbeet durchgehen. Die News, das ist quasi ein Blog, könnte man sagen. Hier wird über den Schulalltag berichtet, es werden Neuerungen bekannt gegeben, vielleicht eben auch Fundstücke aus dem Internet den Schülerinnen weitergegeben, die unter Umständen eine Relevanz für den Unterricht haben. Es ist, wie du sehen wirst, super simpel, diese Inhalte zu erstellen. Und in einem zweiten Teil, hier habe ich jetzt eher auf den Unterricht bezogen, also vielleicht Hinweise oder Hilfen, weiterführende Tipps für die Hausaufgaben. In diesem Fall jetzt ein Link, der eben zum Lehrmittel der Mathematik führt, in einem neuen Fenster. Ich habe ein Kontaktformular erstellt, das macht man mit Google Docs, also dieser Office-Umgebung, die online über die Google-Website quasi erreicht wird. Dann im Weiteren nochmals die News, hier jetzt aber nicht mehr zweispaltig, sondern ein bisschen übersichtlicher in der Blogansicht. Ich habe einen Klassenkalender reingebunden. Hier sind die Hausaufgaben jeweils angeschrieben, natürlich hier nur fingiert, allfällige Prüfungen, ja, und so weiter. Könnte auch Exkursionen angekündigt werden, bis hin zu, was für Materialien dann mitgenommen werden müssen. Ich habe jetzt als Beispiel sogar ein Forum eingerichtet, das führt dann doch weiter, also hier eigentlich eine Diskussionsgruppe. Die Schülerinnen und Schüler könnten sich da gegenseitig bei dem Lösen der Aufgaben vielleicht helfen oder an einem Projekt arbeiten. Das sehe ich jetzt nicht, weil ich im Moment nicht angemeldet bin und insofern nicht Teil dieser Klasse. Das ist also nur freigegeben für Klassenmitglieder, die sich mit Ihrem Google-Account eben an diesem Forum beteiligen. Dann eine Linkseite. Da habe ich die Beispielseite von Google übernommen. Das ist nur Lehrtext im Moment auf Lateinisch,
also nicht von mir verfasst, aber hier können zum Beispiel Seiten, die für den Unterricht sehr wertvoll sind, noch zusätzlich aufgelistet werden. Dann ist es möglich, die Fotos aus Exkursionen, Klassenlagern und so weiter einzubinden. Wenn man einen Google-Account hat, so kann man auch mit Picasa, das ist also die Fotoplattform von Google, eben Fotoalben erstellen und direkt auf dieser Webseite dann einbinden. Hier eine Diashow, die dann selbstständig abläuft. Sinnvoll natürlich eben auch Dateien, die die Schüler lesen oder allenfalls auch bearbeiten müssen. Das können Word-Dateien, PDF sein, könnte aber auch direkt eine Google Docs-Datei sein, für die Sie dann eben Schreibberechtigung haben und eben direkt in dieser Datei weiterarbeiten können. Dann habe ich hier noch eine weitere Seite Hilfe. Das ist dann einfach eine Einzelseite mit einem eingebundenen YouTube-Lernfilm. Also hier könnte man dann die Lernfilme der Seckhandelfingen beispielsweise auch einbinden, die den Schülerinnen helfen, an dieser Webseite mitzuarbeiten. Ja, und nochmals eben diese Umfrage, da könnte man zum Beispiel zum Unterricht eine kurze Umfrage, eine Abstimmung einbauen und so zum Beispiel den Klassenrat vorbereiten. Auch diese Umfrage ist mit Google Docs gemacht. Das ist eigentlich ein Tabellendokument. Das Hauptargument, um eine solche Website zu führen, ist für mich eigentlich das kooperative Lernen. Schülerinnen und Schüler werden so viel stärker eben auch in den Unterricht eingebunden. Sie haben Mitverantwortung, eben nicht nur, weil sie eben diese Webseite konsumieren, sondern eben selber auch daran mitarbeiten können. Und für die Eltern schafft es eben transparent. Die Eltern können mitverfolgen, was in dieser Klasse im Moment aktuell ist, woran gearbeitet wird. Sie sehen, was die Schülerinnen und Schüler als Hausaufgaben haben und müssen also nicht immer das Hausaufgabenheft verlangen, sondern sie werden eigentlich immer, wenn sie das wollen, auf dem Laufenden gehalten.